Hallo und herzlich willkommen. Die Firma Krone präsentiert zur Agritechnica 2017 eine neue Ladewagenbaureihe. Die neue MX-Generation MX 330, 370 und MX 400 runden ab sofort das Produktprogramm ab. Volumen von 33 bis 40 Kubikmeter sind bei diesen Fahrzeugen möglich. Okay, schauen wir uns die Details unserer neuen Ladewagenbaureihe MX an. Angehängt wird der Wagen über die K80-Kugel. Die Deichsel ist ausgelegt für eine Stützlast von 4 Tonnen und ebenfalls angelenkt über zwei großdimensionierte Hydraulikzylinder, die den Wagen sicher ausheben und somit auch nochmal für eine große Bodenfreiheit sorgen. Gerade sinnvoll beim Überfahren von Silagemieten. Ebenfalls optional erhältlich die Knickdeichselautomatik. Mit dieser Knickdeichselautomatik können zwei Positionen der Deichsel abgespeichert werden und werden somit wiederum automatisch über die Pickup angefahren. Das erleichtert dem Fahrer nochmal deutlich die Arbeit. Als nächstes schauen wir uns die Pickup an. Die W-förmige Anordnung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Futters auf die gesamte Breite des Schneidrotors. Somit wird eine exakte Schnittqualität sichergestellt. Große Durchmesser von 6,5 mm sorgen für maximale Stabilität. Abgesichert wird die Pickup über eine Sternratschenkupplung. Hinter der Pickup befindet sich unser Schneidrotor. Mit einem Durchmesser von 880 mm ist er für maximale Ladeleistung ausgelegt. Angetrieben wird der Schneidrotor mit einem großzügigen Ölbadgetriebe. Hardox-Auflagen sorgen für eine perfekte Förderwirkung und für eine exakte Schnittqualität. Als nächstes schauen wir uns das Schneidwerk an. 41 Schneidmesser sorgen für eine theoretische Schnittlänge von 37 mm. Mit der Messergruppenschaltung lassen sich verschiedene Messergruppen schalten. 41 Messer, 20 Messer, 21 Messer oder 0 Messer können über diese Messergruppenschaltung vorgewählt werden. Der Messerbalken lässt sich zentral zur fahrzeuglinken Seite ausschwenken. Durch Aushängen des Hydraulikzylinders und durch zentrales Entriegeln lässt sich der Messerbalken komfortabel zur Seite ausschwenken. Somit habe ich perfekten Zugang zu meinen 41 Schneidmessern. Optional für alle MX gibt es das Krone Speed Sharp System. Die automatische Messerschleifeinrichtung, die es möglich macht, alle 41 Messer in weniger als 4 Minuten zu schleifen. Die Schleifeinrichtung Speed Sharp wird über die 41 Messer geschwenkt. Über einen Arretierbügel halten wir die Messer in einer festen Position und danach verbinden wir die Schleifeinrichtung mit dem integrierten Hydrauliksystem. Nach dem Schleifvorgang wird die Hydraulik wieder entkoppelt, die Messerverriegelungswelle wird eingeklappt und der ganze Messerbalken geht zurück in die Ausgangsposition und schon kann die Ernte weitergehen. Wie eingangs schon erwähnt, gibt es den MX in drei verschiedenen Baureihen. MX 330, MX 370 und MX 400. MX 330 arbeitet mit einer geraden Vorderwand und mit einer geraden Heckklappe. MX 370, wie wir ihn hinter uns stehen sehen, arbeitet mit einer schwenkbaren Vorderwand, die zusätzliche 4 Kubikmeter Volumen ermöglicht. MX 400 arbeitet mit einer schwenkbaren Vorderwand in Kombination mit einer Rucksackheckklappe, wodurch zusätzliche 3 Kubikmeter realisiert werden. Somit können alle MX-Fahrzeuge auf den gleichen Rahmen aufgebaut werden. Trapezbleche, enge Rungenabstände, geschlossener Hauptrahmen, schräge Kotflügel machen auch die MX-Baureihe zu einem vollwertigen Doppelzweckwagen. Eine große Einstiegstür sowie eine komfortable Leiter ermöglichen den einfachen Einstieg in den Wagen. Alle MX sind serienmäßig mit einem Stahlboden ausgestattet. In Kombination mit den Kratzbodenketten und den darauf befestigten U-Profilen wird das Futter sicher nach hinten gezogen. Durch den abgesenkten Kratzboden verkürzt sich der Förderkanal, das Futter kann eher entspannen und dadurch reduziert sich der Leistungsbedarf. MX 370 und MX 400 arbeiten mit einer schwenkbaren Vorderwand. Im Ladebetrieb steht sie fast senkrecht. Die Position kann vom Fahrer eingestellt werden, um auf die Vorpressung des Materials Einfluss zu nehmen. Ist der Wagen komplett befüllt, schwenkt die Wand nach vorne und gibt so
zusätzliche 4 Kubikmeter Ladevolumen frei. Zur Entladung schwenkt die Wand ebenfalls mit nach hinten und hilft somit zur schnellen und restlosen Entleerung des Wagens. Optional können die MX-Ladewagen mit zusätzlichen LED-Leisten ausgestattet werden. Diese Leisten leuchten den Wagen komplett aus. MX330 und MX370 können mit Dosierwalzen ausgestattet werden. Diese Variante heißt GD. 3 Walzen sorgen für ein gleichmäßiges Entladen und sorgen für einen gleichmäßigen Futterteppich. Die Walzen sind abgesichert über die Hauptgelenkwelle, was ermöglicht, dass das maximale Drehmoment an die Wellen übertragen werden können. Somit stellen wir eine maximale Entladeleistung sicher. Ja, dieses war nur ein kleiner Ausblick über die Highlights der neuen Ladewagenbaureihe MX. Natürlich gibt es noch weitere Optionen und Features für diese Wagen. Für weitere Informationen und weitere Details besuchen Sie uns einfach auf der Agritechnica. Wir sind in Halle 27 zu finden. Oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.krone.de. Dort finden Sie alle weiteren Informationen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.